Oh ja, hopp oder top, die nächste Quizshow hier auf meinem Kanal. Ja, was RTL konnte, konnte Tele 5 schon lange. Ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage noch Tele 5? Also ich kann mich an Tele 5 erinnern, ja, wegen Hopp oder Top, klar, das habe ich damals auch gerne geschaut. Aber vor allem gab es damals Wrestling auf Tele 5, ja, genau. Das kam, glaube ich, einmal die Woche, Smackdown oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich dann auch geschaut. Na gut, wollen wir mal rein ins Spiel. Ein Mitspieler. Aha. Persönliche Geheimnummer. Jetzt von meinem Girokonto. Na gut. 4 mal die 0. Ihr wisst ja nicht in welcher Reihenfolge. Und Mitspieler Nummer 2 ist Andrea. Mitspieler Nummer 3 ist Michael. Ist der Michael. Jawohl. Möchten Sie lieber A mit den Texten von Tommy Aigner oder B mit den Kurztexten spielen? Wir möchten die Texte von Tommy Aigner, der damals die Sendung moderiert hat. Kennt er nicht mehr den Tommy Aigner? Ich auch nicht. Mir wird jetzt nichts anderes einfallen, außer Hopp oder Top. Tommy Aigner? Nee. Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Naja, egal. Los geht's. Das ist Tommy Aigner, da links. Gratulation, die beste Entscheidung, die Sie heute treffen konnten. Ich habe schon viel zu lange auf der Diskette warten müssen. Auf der Diskette warten müssen, ja. Manchmal komme ich mir vor wie die bezaubernde Genie. Bitte verlangen Sie aber nicht, dass ich jetzt Meister zu Ihnen sage. Tim, Andrea und Michael, Ausnahmen bestätigen zwar die Regel. Wir machen bei unseren Regeln aber keine Ausnahme. Hier kommen Sie. Ein Druck auf Ihre Taste bedeutet, dass Sie antworten wollen. Ist Ihre erste Antwort richtig, gibt es 5 Punkte dazu. Sollten Sie aber falsch antworten, ziehen wir 5 Punkte von Ihrem Konto ab. Okay, soweit so gut. Bevor wir beginnen, darf ich Sie noch um einen kurzen technischen Test bitten. Tim, drücken Sie einfach auf Ihren Reaktionstaste. Also auf den Buzzer sozusagen. Funktioniert. Scheint auch zu klappen. Das gab's damals in der Sendung tatsächlich. Jede Runde, in jeder Sendung haben sie den Buzzer getestet. Tja, warum auch immer. Jeder von Ihnen erhält jetzt sein Startkapital von 20 Mark. Und es kann mit der ersten Frage losgehen. Okay, Konzentration. Auf geht's. In welcher Stadt liegt der größte deutsche Seehafen? Hamburg. Yeah. Welcher Ölindustrielle gründete in Malibu, Kalifornien, ein nach ihm benanntes Museum? Andrea antwortet mit Currywurst. Currywurst war tatsächlich falsch. Hätte ich jetzt aber allerdings auch drauf gewettet. Welchen Land wurde Pablo Neruda geboren? Andrea sagt in Chile. Ja, brillant. Welche von Albert Einstein begründete Theorie veränderte die wissenschaftlichen Vorstellungen? Relativitätstheorie. Relativitätstheorie. Richtig geschrieben, richtige Antwort. Wenn man sich da verschreibt, dann ist es ja die falsche Antwort. Welcher Monat ist nach dem altrömischen Kriegsgott Mars benannt? Ich tippe mal auf den März. Yeah. Bah, bin ich intelligent. Oh. Werfen wir einen Blick auf die Konten. Tim hat bisher 35 Punkte verbuchen können. Andrea steht bei 20 und Michael bei 20 Punkten.
Na, wer sagt's denn? Hätten Sie, Tim, gedacht, dass Sie gleich bei uns solch ein Angebot erhalten? Sehen Sie mal. Oh, mal sehen, was ich jetzt kaufen kann. Oh, Sie werden große Ohren machen, wenn Sie den Sound hören, den der Ohr 330 von Sonn nicht zu bieten hat. Der hochkarätige, während der hochwertige Walkman kostet normalerweise 235 Mark. Bei uns heute nur 4 Mark. Was soll ich denn für 4 Mark kaufen? Ein Walkman für 4 Mark? Ja, komm, kaufe ich. Yes, Walkman für 4 Mark. Die jüngeren Zuschauer unter euch dürfen dann jetzt auch wieder googeln, was ein Walkman ist. Jetzt werden mir noch 2 Fragen gestellt, beantworte ich davon eine richtig, behalte ich sogar die 4 D-Mark und beantworte ich beide richtig, das steht dann auch hier, bekomme sogar noch 4 Mark dazu. So, welches Werkzeug nennt man auch Fuchsschwanz? Die Säge. Ja, so, war der Walkman schon mal umsonst. Wie nennt man eine Bühne, die nur nach einer Seite offen ist? Bühne? Guckkastenbühne. Ach so. Ja, macht Sinn. Noch nie gehört. Okay. Besser, na bitte Tim, besser als keiner. Das heißt, ihr Konto verändert sich nicht. Ja, gut. Und einen schönen Walkman habe ich nun. Das Gute am heutigen Spiel ist die Tatsache, ich kann bla 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 die Texte nicht zu Ende lesen. In welchem Land befindet sich der größte Gletscher des europäischen Festlandes? Frankreich? Was wäre denn jetzt die richtige Antwort? Norwegen. Ja, natürlich. Skandinavien. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Macht Sinn. Gut. Was symbolisierte die Justitia im alten Rom? Currywurst. So ein Running Gag. Von dem Programm hier. Die Gerechtigkeit. Ja, das symbolisiert sie auch heute noch. In welchem Jahr wurde der Bau der Berliner Mauer begonnen? Ja. Currywurst? Du hast so einen Schatten. 61. Ja, ich war jetzt bei 62. Ja, kann man besser nicht antworten, wenn man sich nicht sicher ist. So. Wie heißt jetzt im 2. Jahrhundert vor Christus die Garde der römischen Feldherren? Ich wollte gerade drucken. Prätorianer, natürlich. Ja. Komm, weiter. Welchen Fernsehpreis stiftet die Programmillustrierte Hör zu? Keine Ahnung, Bambi. Goldene Kamera. Oh, Michael weiß meine Antwort. Ich hätte jetzt Currywurst gesagt. So, vor mir ein Trichter in der Form eines Konus. Konus? Sie haben es erraten, daraus ziehe ich die Frage für den ersten Bonus. Okay. Man nehme die persönliche Glückszahl und entscheide sich für eine der 9 Zahlen. Auch bei einem Griff neben den 10 Mark Bonus gibt es was aufs Konto. Okay. Und hier ist Ihre erste Bonusfrage. Wer bin ich? Ich wurde 1875 in Greenwich geboren und war Kriegskorrespondent in Südafrika. Berühmt wurde ich als Kriminalschriftsteller. Zwischen 1905 und 1932 schrieb ich 170 Krimis, die ich zum Teil auch für die Bühne bearbeitete. Zu meinen bekanntesten Werken gehören Der Frosch mit der Maske. Edgar Wallace? Na komm. Ey! Juhu!
für welches Feld soll ich mich denn entscheiden? Ich nehme die goldene Mitte. Die 5. Yeah! 10 extra Punkte! Woo! Blitzartig verfinstert sich die Miene ihrer Mitspieler. Ich vernehme noch ein leises Pfff. Also, Tim, Sie bekommen sogleich 10 Punkte zu Ihrem Konto dazu. Yeah! Dürfen es ein bisschen mehr Fragen sein? Ja, komm, mach hin. Wir essen zeitig. Wer komponierte den Radetzky-Marsch? Und zwar Strauß. Ja, gut. Mag sein. Wie nennt man eine leichte, diskusförmige Wurfscheibe aus Kunststoff? Frisbee. Ja, prima. Sowas weiß ich. In welcher Stadt wurde das Rote Kreuz gegründet? Oh, ich war mal ein Jahr beim Roten Kreuz, ich sollte das wissen. Berlin? Nö. Und? Genf. Naja. Na, natürlich, macht Sinn. Wie nennt man die erhöht geschriebene Zahl einer Potenz oder Wurzel? Mathematik ist so gar nicht mein Fall. Aber insgesamt scheint mir das Spiel auch ein bisschen zu leicht zu sein. Die anderen beiden, Hochzahl ist übrigens nicht anfangen. Die anderen beiden, die antworten ja im Prinzip nie, außer Currywurst. Wie heißt die eingelagerte Fasergalertscheibe mit Pufferfunktion zwischen zwei Wirbelkörpern? Ich habe keine Ahnung, Tommy. Hallo, aufwachen! Wer nichts riskiert, kann auch nichts gewinnen. Die Antwort lautet Bandscheibe. Tja. Machen wir einen Punktevergleich. Tim hat 50 Punkte, Andrea hat bisher 20 Punkte angesammelt und Kandidat Michael glänzt mit 15 auf dem Konto. Okay, darf ich jetzt wieder was kaufen? Es lohnt sich für Tim, denn mit ihrem Punktehöchststand mache ich Ihnen das erste Angebot. Okay. Oh, früher war Flipper der Freund aller Kinder, heute ist es der ZDF-GGG von Phil Flips. Dieser ultimative Videorekorder verfügt über eine automatische Gewalt-, Horror- und Pornospielfilmsperre, also schon mal nichts für mich, die Sie bei Bedarf natürlich Kinder leicht entfernen müssen können. 1198 Mark müssten Sie normalerweise auf den Tisch legen, bei Hop oder Top heute nur 9. Ja, damals hat man 1200 Mark durchaus für Videorekorder ausgegeben. Auch wenn ihr nicht wisst, was ein Videorekorder ist. Dürft ihr auch gerne nachgoogeln. Verkauf ihres Lebens, ja komm. Für 9 D-Mark so einen tollen Videorekorder. Geht zu Hause Filme gucken und unterwegs kann mit meinem neuen Walkman Lieder hören. So, jetzt wieder die beiden Zusatzfragen. Mal sehen, vielleicht bekomme ich ihn ja auch umsonst. So, wie heißt ein Instrument zur Bestimmung der Himmelsrichtung? Kompass? Yes! Videorekorder umsonst im Sack. Wer schrieb den Roman Oliver Twist? Ah! Ach, mir liegt's auf der Zunge. Ohne Mist. Na komm. Ich flipp aus. Oliver Twist, Oliver Twist, Oliver Twist. Mann. Ach, Dickens, natürlich. Ach. Naja. Immerhin den Videorekorder umsonst. Das ist doch mal was. Schnullquotient des präventiven... Ja. Also, Roger, natürlich. Kameradschaft ist, wenn der Kamerad schafft. Schaffen wir uns mit weiteren blablabla Antworten. Im Osten welches Kontinents liegen die Seychellen? Seychellen liegen bei Afrika, oder? Yes.
Wie heißt der sogenannte Wem-Fall oder dritte Fall im Lateinischen? Sind wir da wieder beim Genitiv, den wir schon bei Riskant hatten? Ja, komm. Mach die Antwort hier. Ja, wir wollen die Auflösung. Dativ. Aber irgendwann werde ich es mir gemerkt haben. Wie nennt man einen islamischen Rechtsgelehrten und Berater? Ey. Mullah. Na gut, ich hätte jetzt Imam gesagt. Also, hätte ich falsch geantwortet. Sehr schön. Wie muss eine Linse geschliffen sein, damit sich alle Strahlen in einem Brennpunkt bündeln? Konkav? Und? Konvex. Aha. Konkav ist, glaube ich, was anderes. Ja. Wie nennt man die preiswerten Übernachtungsstätten zur Förderung von Jugendreisen? Jugendherberge? Klar, sowas weiß ich. Oh, schon wieder. Nächste Bonusrunde. Yeah. Aber wieder mit dem Trichter und die Bonusfrage und hast du nicht gesehen. So. Wir waren jetzt nochmal, glaube ich, 20 Mark. Glaube ich, jetzt als höchster Betrag versteckt. Ne, den 15er. Den 15er, so wie es da steht. 15er. Ja, es wäre doch gelacht, wenn ich die Frage nicht wüsste, beziehungsweise die Antwort. So, wer bin ich? Ich bin eine heilige Stätte des antiken Griechenlands und liege 120 Kilometer von Athen entfernt. Der Mittelpunkt meines heiligen Bezirks war der auf einer Terrasse liegende Apollon-Tempel. Vor allem mein Orakel, das auf viele politische Unternehmen einwirkte, machte mich zu einer der, mal scroll doch mal ein bisschen schneller, der bedeutendsten Kulturstätten der Antike. Mein Name beginnt mit Bö. Und Michael? Delphi. Wow, Michael. Alter Falter. Jetzt kommt er aber. Komm, Michael. Hau mal einen raus da. Vielleicht wirst du mir noch gefährlich vom Punktestand her. Die 9 Villa. Oh, ein Punkt leider nur. Schade. Ja, ein wenig ist das Punktekonto gewachsen, klar. Ein Punkt. Wahnsinn. Nach dieser Bonusrunde machen wir gleich weiter mit den nächsten Fragen. Hier ist schon die erste. Komm, Tommy, hau rein. Welchen Verlag gründete Samuel Fischer? Den Fischer Verlag. Andrea antwortet mit keine Ahnung. Oh Gott. Ihnen hätte ich jetzt gerne 5 Punkte gegeben. Richtig wäre den Fischer Verlag. Warum antworte ich denn dann nicht? War wohl zu naheliegend. Welches Kunstereignis findet alle 4 bis 5 Jahre in Kassel statt? Keine Ahnung. War noch nie in Kassel. Ja, also da mache ich mir solche Mühe, die Fragen schön auszusprechen und keiner von Ihnen reagiert. Gut, schlafen Sie ungeniert weiter. Ach so, richtig. Sie wollten die Auflösung, bitte sehr. Die Documenta. Okay. Was bedeutet das lateinische Wort Aqua? Sowas weiß ich doch. Einfache Fragen hier. Welche Schiffe fahren in der Luft? Zeppeline. Mann. Mit diesen YZ muss man aufpassen. Verschreibt man nicht, sehe ich mal ganz leicht und dann ist die Antwort falsch. Wie nennt man ein unkastriertes männliches Pferd? Ein Hengst. Lecker Pferd. Pfui. So,
So, werfen wir einen Blick auf die Konten. Zim hat bisher 75 Punkte verbuchen können, Andrea steht bei 15 und Michael bei 21 Punkten. Ich kann wieder was Schönes kaufen. Komm, hau raus. Ein Auto oder so? Oh, ist das denn? Besonderen Wert legte Huch bei der Entwicklung dieses Designer Mofas auf eine abgasfreie Motorisierung des Gefährts. Mit seiner gediegenen massivhölzernen Motorattrappe kostet der sportliche Zweirad normalerweise 2.089 Mark, bei Hopp oder Top heute nur 16. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach, denn ich sehe ihre Hände schon zucken. Mein Angebot 16 Mark für dieses Designer Mofa. Das ohne Mucken. Gekauft, Tommy, gekauft. Pah, genial. Kann man auch Walkman hören, auf dem Mofa. Passt alles zusammen. Wie nennt man das tiefer werdende der Stimme bei Knaben in der Pubertät? Stimmbruch. Gut, dass sie ja nicht den medizinischen Begriff haben wollten. Wie nennt man das grüne oder schwarze Brett, das zu Unterrichtszwecken im Klassenzimmer hängt? Ernsthaft? Ernsthaft? Naja. Ja, ist halt nicht das schwerste Spiel, wie schon erwähnt. Bei solchen Fragen, oha. Jetzt habe ich sogar noch die 16 D-Mark dazu bekommen. Mofa und 16 D-Mark. Genial. Es geht weiter mit den nächsten Fragen. In welcher Stadt verbrachte Goethe seine Jugendzeit? Castrop-Rauxel. Michael, keine Ahnung. Wie kann man sich denn da vertun? Frankfurt am Main, ach so. Ist ja fast Castrop-Rauxel. Welcher griechische Gott wurde vor allem in der Delphi verehrt? Ja, das muss doch Michael wissen. Er wusste vorhin noch die Antwort mit der Delphi. Ja, Apollon. Michael, das scheint ein Grieche zu sein, er hat's voll drauf. Welche Volksstämme waren die Träger der Latne-Kultur? Keine Ahnung. Currywurst? Komm, hau rein. Die Kelten. Ach so. Ja. Wie nennt man eine Vorrichtung zum Auslösen eines Zündvorgangs mit einstellbarer Laufzeit? Hä? Einstellbare Laufzeit. Keine Ahnung. Currywurst? Zeitzünder. Wow. Was ist die Grundzahl des Dezimalsystems? Verdammt. Jetzt war ich mir fast sicher, dass es die richtige Antwort ist. 10 war die richtige Antwort, anstatt Currywurst. Wer kommt denn auf 10? Naja, dritte Bonusfrage. Kann ich ja wieder wettmachen jetzt. Jetzt der Höchstbetrag, aber 20 Mark. Ne, 25 sogar. Uff. Können die anderen beiden ja nochmal richtig rankommen. Ja, komm Tommy, hau rein. Wer bin ich? Ich bin ein bewaldetes Mittelgebirge in Europa. Mein höchster Berg ist mit 1456 Metern der Große Aber. Touristen besuchen gerne den 1970 gegründeten ersten deutschen Nationalpark. Brück. Das Freilichtmuseum in Maut oder den Ort Zwiesel. Seit dem 14. Jahrhundert Zentrum der Glasproduktion. Mein Name besteht aus zwei Worten und beginnt mit B. L-
Ja, Michael, fast. Fast. Aus zwei Worten. Ach, bin ich wirklich so begrenzt? Brocken, aber Brocken hat ja nur ein Wort, oder? Oh, Andrea? Oh, ich habe mich verdrückt. Ja, das passiert natürlich. So schwer war die Frage doch gar nicht. Also Tim, probieren Sie es mit einer Antwort. Ein Mittelgebirge in Europa mit zwei Worten. Nee, da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Der Bayerische Wald. Ach so. Bitte Diskette wenden. Ganz ungewohnt, ohne Werbepause, sind wir bei der Tempo-Runde angelangt. Eine wahre Belastungsprobe für Ihre Tastatur. Okay, mal hin. Es kommt nicht nur darauf an, dass Sie möglichst schnell sind, Sie sollten auch möglichst konzentriert antworten. Ja. Denn wer eine falsche Antwort gibt, ist automatisch für die nächste Frage gesperrt. So viel vorweg. Wir blenden die Zeit ein und es geht los. Okay. Wie heißt die Geliebte des Tristan? Isolde. Yes. Komm, weiter. Zeit ist Geld. Wie nennt man ein Segel mit zwei Rümpfen? Katamaran. Mach mir die Frage doch nicht kaputt. Michael, du Depp. Zu welcher großen Insel gehört Tahiti? Currywurst? Boah. Ja, die Gesellschaftsinsel, natürlich. Welches ist der stärkste Finger der Hand? Ich würde sagen, der Daumen. Weiter. Wie heißt die Hauptstadt der Niederlande? Den Haag oder Amsterdam? Sagen wir Amsterdam. Den Haag ist, glaube ich, der Regierungssitz, oder? Klärt mich auf, ich weiß es nicht. Wie heißt die finnische Währung? Euro. Nee. Krone. Finnmark, ja. Euro? Na, ich weiß nicht. Wer erfand 1876 den Viertaktmotor? Ach, ich kann ja nicht antworten. Verdammt. Der Ottomotor. Wen liebt Ophelia? Currywurst? Achso, Hamlet. Ja. Wie nennt man die Pilotenkabine im Flugzeug? Cockpit. Wie lautet die Mehrzahl von Konto? Konten. Die Antwort konnten wir. Welcher Regisseur drehte Tanz der Vampire? Glaube, habe ich nie gesehen im Film. Aber wenn es dann schon. Ist es schon ewig her. Und? Polanski. Na gut. Wie nennt man ein ringförmiges Korallenriff? Keine Ahnung. Currywurst? Atoll. Ah, toll. Jetzt fällt es mir ein. Wie nennt man einen kurzen Schläfen? Ey! Koteletten. Dann fällt mir ein, ich muss gleich zum Friseur. Ja. Wie nennt man die Gashülle eines Planeten? Atmosphäre. 111, eine Schnapszahl. So, war's das jetzt endlich? Die Fanfaren bitte für Tim. Yeah, das Schulterklopfen übernehmen bitte die Herausforderer. Danke. Noch ein Blick auf Ihre Punkte. Sie haben mit 111 eine schöne Zahl erreicht. Nur weiter so. Und was gibt's jetzt? Auch verlieren will gekonnt sein. Mich, Andrea und Michael, Sie erhalten die Silbermedaille. Für den großartigen zweiten Platz und Sie können jederzeit um eine Revanche bitten. Ich werde auch dann wieder gespannt auf Ihre Leistung schauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder.
in diesem Patschenkino. Also. Mehr Text. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr bis jetzt noch nicht eingeschlafen seid und immer noch dabei seid, das war hier Hopp oder Top. Ich habe gewonnen, doch relativ klar am Ende, auch wenn ich ein paar Antworten nicht wusste. Hopp oder Top damals, Anfang der 90er Jahre, moderiert von Tommy Aigner auf Tele 5. Ich meine, es wäre später nochmal auf einem anderen Sender gelaufen, aber ob es dann nochmal Tommy Aigner war oder ob es Wiederholungen waren, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich möchte nicht weiterspielen. Nein, auf keinen Fall. Das weiß ich nicht mehr. Naja, muss ich nochmal googeln. Könnt ihr ja auch machen. Und während Tommy Aigner immer noch am Labern ist hier, verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen. Und ich gehe jetzt eine Currywurst essen. Bis die Tage. Ciao. Ja, war das nicht ein Knaller? So, jetzt aber endlich. Ach Gott, jetzt geht immer noch weiter. Unbedingt. Also, jetzt aber wirklich. Tschüss.